Leute, willkommen. Athletics Akademie ist wieder im Park. Wir wollen die Sonne nutzen, wir wollen die Natur nutzen, barfuß trainieren, die Mutter Erde spüren, uns wieder connecten. Back to the nature. Es ist ganz wichtig. Das ist unser Hormonhaushalt, das ist unser Körper. Wir brauchen diese Connection. Heute haben wir Best of Animal Movement Locomotion. Wir wollen einen Flow aufbauen, vorher einzelne Techniken. Bianca hat sich gewünscht, einen neuen Flow. Bekommt sie. Danke, Bianca, für den Tipp. Und wir werden heute zeigen die Best of. Wir werden kurz hier alle durchgehen und wenn du willst tiefer hineintauchen, kannst du unsere einzelnen Videos anschauen. Viel Spaß, bleib dran, wir starten. Okay. Wir gehen davon aus, du hast dich vorbereitet. Wir haben auch dafür einzelne Videos vorbereitet von früher, wie man sich für Locomotion vorbereiten kann und soll. Aber jetzt starte ich sofort in Locomotion oder Animal Movements. Als erstes Cross-Step. Ich gehe in den Cross-Step, ich steppe hinten, gehe möglichst tief runter, ich spanne den Bogen, komme hoch, wechsle die andere Seite. Das kannst du auch als Warm-up benutzen. Wichtig ist, dass du erstmal den Körper gibst Zeit und Verständnis, aha, wie komme ich runter, wo spanne ich den Bogen, wie du siehst, mein Arm geht dahin, wo mein Bein hingeht und Brust raus, Fupp, Wechsel, erlaube deinem Körper erstmal die Bewegung zu verstehen, versuch nicht perfekt zu sein, versuch nicht 1A runter zu gehen, Brust raus zu strecken, Hals raus, nein, erstmal erlaube es, das zu machen, was dein Körper kann, der Körper wird besser. Dein Körper ist intelligent genug zu verstehen, wie er sich adaptieren kann. Wir machen ungefähr 10 Stück, sogenannte Dragon Squats oder Cross Step, nenn es wie du willst, ungefähr 10 Stück, boom. Du machst die Übung nur, wenn dein Körper ist warm ist und vorbereitet ist. Vorbereitungsübungen kannst du vorher die ganzen Videos anschauen. Haben wir viele gedreht und gezeigt, wie das funktioniert. Von dem Cross-Step bzw. Dragon Squat, ich gehe in die nächste Übung und das ist Ape. Das heißt, der Affe von links nach rechts und von rechts nach links, je nachdem welche Seite, erst die Hände, ich drücke mich über die Hände hoch, Bein locker lassen, zurück. Auch hier mache ich 10 Stück, links und rechts. Denk dran, du willst dich rausdrücken, die Schulter aktivieren sich. Hopp, Beine kurz befreien, wieder wechseln. Immer schön abwechseln. Hopp. 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 Auch ungefähr 10 Stück. Ey. Das heißt, wir haben Dragon Squat gehabt oder Cross Step, wir haben Ape gehabt. Jetzt gehen wir zum Cossack Squat. Okay, ich gehe in die Position, die ganz normale Position wie Squat. Zur Seite, links, rechts, ich springe hoch, Bein lang. Pop. Das ist Cossack Squat. Wieder zurück. Hopp. Das ist Cossack Squat. Ich kann auch die Richtung wechseln, jetzt sage ich, okay, ich will nach da. Hoch, Bein geht durch. Fum. Wieder aufrichten. Zurück, durch, wieder aufrichten. Auch 10 Stück. Ganz wichtig bei dem Cossack Squat, du willst immer hochgehen, hier durch und jetzt dein Fuß dient als Anker. Das heißt, ich rotiere meinen Fuß nach innen, das dient als Anker und das zieht mich ran. Ja, das heißt, jetzt ich bin ein bisschen faul, ich ziehe mein Bein rein, ich kann mein Bein reinziehen oder ich kann mich zu meinem Anker hinziehen.
Übung 3. Wir gehen weiter, Rotation into a L-Set. Das heißt, ich bin in Squat, hopp. Ich drehe mich, das haben auch schon andere Videos gedreht. Du kannst auch die einzelnen Videos raussuchen, genau die Übung anschauen. Jetzt will ich nur einfach abstrakt schnell zeigen und wir bewegen uns weiter. Okay, erstmal drehen sich die Beine, beziehungsweise Fersen gehen hoch, Füße drehen sich. Die Hände richtig positionieren, das eine Bein löst das andere ab. Check, Wechsel. 1, 2, das eine Bein löst das andere ab. Nochmal, das eine Bein löst das andere ab. Nochmal. Rotation to L-Set. Rotation into the Cossack. Das heißt, wir haben Cossack gehabt und jetzt gehe ich in den Cossack und von Cossack in der Rotation. Wie sieht das aus? Ich rotiere, wechsle die Seite, drücke mich aus dem Cossack hoch. Wechsel, whoop, rotieren, lang und ich drücke mich aus dem Cossack hoch. Pump, nochmal. Lang, ich drücke mich aus dem Cossack hoch. Mal, wasch, wasch, ich drücke mich aus dem Cossack hoch. Hammer. Es wird immer komplexer und komplexer. Jetzt gehen wir in den nächsten Schritt. Cross-Step. Wie mache ich Cross-Step? Ich gehe in den Squat. Beim Cross-Step erstmal Hände zuerst. Und die beiden Hände gehen zueinander. Wie so eine, ich halte so eine Blume, so einen Diamond. 1, 2, spring hoch. Ich kreuze mein hinteres Bein und mein oberes Arm kreuze ich rüber. 1, 2. Das ist Cross-Step. Wieder. 1, 2. Hoch. Kreuzen, kreuzen, gleichzeitig absetzen. 1, 2. Nochmal hoch. 1, 2. Nochmal hoch. 1, 2. Das ist Cross-Step. QDR, nach QDR, Lizard und dann kommt noch Cray und dann habt ihr alles. Aber wir gehen erstmal zum Cray, weil das ist gar nicht so komplex wie QDR. 1, 2, beide Hände absetzen, ich gehe nach vorne, balancieren. Auch da haben wir genügend Videos gedreht, kannst du unsere ältere Videos anschauen und die Bewegung einzeln studieren. Ich mache jetzt noch ein paar Sätze, wie gesagt, wenn du übst, isolieren. Sprich, 10 Wiederholungen isoliert. Integrieren, improvisieren. Wer hat es gesagt? Ich weiß nicht. Okay. Ido hat es gesagt, glaube ich.
Okay, das war Krähe. Aus dem Krähe gehe ich zum Kydial. Ich suche mir eine Seite aus. Auch Kydial, wie gesagt, ich gehe nur abstrakt und du kannst die Videos anschauen, wie man das richtig macht. Ich entscheide mich für meine eine Seite, gehe hoch, gehe tief runter, wie wenn ich würde so High Push-Up machen und dann mein ein Bein swingt rum. Wir sind eine Scorpion-Bewegung. Wechsel. Uah. Wechsel. Uah. Wechsel. Uah. Andere Seite. Okay. Uah. Zurück. Uah. Uah. Sieht komplex aus, ist auch komplex. Lizard. Lizard haben wir letztens gedreht. Das heißt, einfach nur ein Video zurück, kannst du sehen, wie das geht. Ich gehe direkt im Lizard, sprich, ich starte in dieser Position, ich gehe jetzt nach da. Aus dieser Position, direkt in dem Lizard, möglichst nah am Boden bleiben. Schupp. Schupp. Lizards. Das war Best of Locomotion. 9 Übungen. Sehr simpel. Nein, sehr komplex. Aber die Zeit zu investieren lohnt sich. So, das war die Best of. Das heißt, wir haben jetzt verschiedene Übungen gezeigt, wie die funktionieren, wie kannst du die connecten und wie kannst du die daraus einen Flow aufbauen, zeigen wir im nächsten Video. Das heißt, in das nächste Video wird gezeigt, wie wir die ganze Flow-Geschichte miteinander connecten, wie wir der Übung einzeln nehmen und zusammen verbringen oder verbinden. Und wichtig ist, wie kann ich das auch ohne Partner trainieren oder auch mit Partner? Ich zeige mal ein Geheimnis, wie ich Animal Movement Flow aufbaue. Sehr geil. Bleib dran. Freue mich.